coming to devour our world. Hell is coming. Hell is coming. Hey ho und willkommen zurück zu Diablo 4. Und ich stehe natürlich schon wieder vor der nächsten Festung, die da lautet Tempel der Fäulnis. Das wäre diese hier, die neben der PvP-Zone ist. Da schauen wir mal rein. Die ist recht gut strukturiert. Okay, okay. Bossfight bestimmt da oben. Naja, okay. Ich würde sagen, wir gehen wieder außen rum, das ganze Ding. Und dann können wir uns von hier aus, müssen wir ein bisschen zurücklaufen, ist aber glaube ich nicht schlimm, durchs Zentrum wursteln und dann bis hoch. Damit wir auch nichts übersehen. Aber wir werden ja auch ein bisschen angeleitet. Mal schauen. Evil. Evil. Das Böse hat sich eingenistet. Oh nein, Verschlinger. Nein, 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 nein. Sie schreien um Hilfe. Hier ist aber auch ein bisschen. Was ist denn das für ein Riesen? Krasse Figur. Er war nicht so viel mit helfen. Der war ja quasi schon tot. Aha. Help, please. Okay, die sind da drin. Ja gut, wir können ein bisschen was kaputt machen. Das ist schon mal ganz nett. Und noch mehr kaputt machen. Ohne, dass ich es wollte. Aha, ein sehr, sehr sektenverseuchter Tempel oder so. So ein bisschen, das wirkt mir ein bisschen so. Tötet die Champions der Kannibalen. Ja, natürlich, Kannibalen. Verdammt, daneben. Weil es so ein Blitzi ist. Und Teleporti. Und plupp. Oh, die Dorfbewohner. Da lang ich auch noch mal kurz in die Tasche rein. Ja, retten tue ich ja wahrscheinlich niemanden. Oh. Hallo. My savior. Ja, gern geschehen. Hat er direkt Sachen verloren. Das ist ja nett. Wir müssen ein bisschen Acht geben. Wir müssen niemanden retten. Das finde ich auch schon irgendwie interessant. Okay, hier kommen wir raus. Das wollen wir nicht. Das finde ich echt interessant. Wir können die retten, müssen wir aber nicht. Einer muss weg. Genau, wegen dem. Hör auf mit deinem Schlagen. Der hört halt auch damit nicht auf. Das wird in den höheren Stufen, sind die halt richtig eklig, weil dann bist du durchgängig betäubt. Okay. Keiner schreit, help, I'm back you. Ah, doch, da oben schreit jemand. Hallo? Wow. Habe ich auch die Gefangene gerade betäubt? Das wäre eigenwillig. Oh, bless you. Ja, danke, danke, danke. Am ersten nicht. Habe ich schon besser gesehen.
Ein Ei. Dann reicht's nicht. Ja, ja, ich seh dich. Ah, ja, ja, ja. Ah, Fernkampf. So, da geht der mir nämlich nicht auf den Sack. Und der auch. Sehr schön, das habe ich gut gemacht. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Oh, die wurden aber ziemlich umschleift. Oh, was geht denn hier? Habt ihr euch nett eingenistet. Ein Sack. Einfach ein Sack. Okay. Ja, ihr Lager habe ich offensichtlich zerstört. Ah. Eine prächtige Kiste. Die war auch wirklich mal prächtig. Da ist ein Behälter. Der stört gerade ein bisschen. So, so. Jetzt mach doch mal keinen Stress hier. Oh, gleich zwei. Oh, ein Hinterhalt. Der Hinterhalt kam jetzt sehr überraschend. So, und jetzt hör auf, so rumzuschreien. Ihr sollt auch langsam wissen. Oh. Trespass in the temple of our God. They scream and resist and fight us. But our God has been in the... Over him! Help! Families have had names. And those who come... Help! I beg you! That is our way. Dass sie da dazwischen quatschen können, ist ja scheiße. Komm hier, verpiss dich. Ja, du mich auch. Wow, ein Heiltrank. Ich bin ja überwältigt. Das sind wieder Eier. Ah, mit Mücken. Ja, ja, jetzt. Stress nicht. Na klar. Nix fallen lassen. Absolut gar nichts. Okay, hier oben muss ich dann wohl lang. Dann zum Boss, sobald ich die anderen gemacht habe. Okay, also hier einmal außenrum waren wir. Das heißt, wir gehen jetzt hier gerade durch. Gehen dann hier hoch, machen das hier. Können dann hier noch gucken. Und dann ist Boss-Time. Öffnet die Türen! Giftiges Ding. Bleib stehen. Achso, die Eier schützen das irgendwie ein bisschen. Na klar, kommt hier noch Nachlauf. Wow, wow, wow. Hört mal auf mit so einem Mist. Bin ich kein Freund von. So viele auf einmal. Ja. Wir machen das hier einer nach dem anderen. Das ist ein Riesenhaufen Schlabberwabber. Light above, the stench. How long have they worshipped this corpse? Das will ich gar nicht wissen. Was ist das für ein Riesenvieh gewesen? Das ist ja widerwärtig. Ein, zwei von euch machen mir ja ganz schön Schaden. Das gibt's nicht. Beruhigt euch. So, die Eier zerstöre ich mal, damit die nicht nerven. Für den Fall der Fälle. Ah, hier auch.
Ah ja, damit habe ich mir hier einen Durchgang geschaffen, um da hinzukommen. Okay, das ist eigentlich nicht so wirklich relevant. Aha. Wo soll das mit dem Help sein? Ja, was für ein Riesenvieh. Daran haben die sich ewig gelabt, oder was? Tür auf. Ja, irgendwo hier muss doch sein, oder? Hier kam ich schon lang, oder? Nee, ich bin da unten gewesen. Genau. Ich sehe aber niemanden, der Hilfe benötigt. So. Over here. Help. Versuch mein Bestes. Komm her, verzieh dich. Wo ist denn die Frau, die dir die ganze Zeit geschrien hat? Aha, ja, das ist bewusst. Wo ist nur diese Frau, die ich ständig höre? Und hier können wir ja auch mal aufmachen. Da war ich ja schon. Your death will please the devourer. Ich denke, ja. Nein, 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 nein. Over here. Help. Nicht schubsen, Vogel. Vogel der Nacht. Kazoom. So, hier, over du. Him, help. Aha. Bless you. Na klar. Aha. Die muss ich auch... Ah, da ist sie. Muss ich auch unbedingt befreien? Help, please. Verdammt. I have made it without you. Ja, ja, ist mir klar. Hier hinten liegt noch ein zerfetztes Tagebuch. Help, Alter, wo kommt das alles her? Ich muss die töten, sonst quatschen die wieder die ganze Zeit rein. Während ich mir die Tagebücher durchlese. Habe ich mich gerade selbst betäubt? Au. Level 47. Help, I beg you. Ja, ja, komm hier, verzieh dich. Oh, bless you. Ha. Danke. Was haben wir denn hier? Verblasste Inschrift. Okay. Wer immer diesen Tempel erbaut hat, ist längst verschwunden. Zusammen mit dem Wissen darüber, welchen Göttern und Dämonen oder Dämonen er ursprünglich geweiht war. Okay. So, hier oben haben wir erstmal so einen Dude. Na klar. Und die Lilith. So, mehr ist hier nicht. Da wollen wir hin. Also ein bisschen widerlich. Okay, jetzt gehe ich mal hier runter. Aber von hier wird der Dude wieder schreien, oder? Nee, scheint ruhig zu sein. Dann können wir uns das zerfetzte Tagebuch antun. For days, the scent has lingered. At first, it troubled me. Rotting flesh, the smell and the sound of corpse flies ever present. But there is a sweetness to it. And alongside the buzzing of flies, I hear the croon of an older thing. A god that demands flesh. That rewards its consumption.
Mhm. Tja, Kannibalen halt. Was soll man dazu noch sagen? Okay, wir waren hier, hier, hier. Und hier bin ich auch durch. Da habe ich nur hier nicht aufgemacht. Also es ist tatsächlich nur noch dieses kleine Stück. Das ist schön. Kann nicht von dieser Seite geöffnet werden. Das heißt, ich muss rumlaufen und mir da ein Loch reinschlagen. Dum, dum, dim, di, dum. Dum, 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 di, dum. Oh. Da wart noch eine Leiche. Hallo? Aha. Na klar. I can smell your flesh. Tear our guest apart. Mhm. Sprach er und fiel um. Na komm hier, verzieh dich. Wouldn't have made it without you. Ja, ja, ist mir klar. Okay, sonst gibt's hier nichts. Oi. Fleischmangler. Mhm. Vampirisch auch noch. Das heißt, das saugt mir auch noch Blut aus. So, die können wir jetzt öffnen. Hier ist genauso viel Fleischgedöns. Das muss ein Riesenvieh gewesen sein, was hier geschlachtet wurde. Oh nein, es sind drei Turmdudes. Naja, zumindest ein Turmdude. Also Elektro-Turmdude. Komm und zack. Und dann hauen wir hier mal richtig rein. Jawohl. Drei auf einen Streich. Blech. Das ist schon alles hier ein bisschen widerlich. Boah, hier gibt es auch Eier ohne Ende. Der frisst die Eier. Mulquart, der Hungernde. Der gönnt sich das halt einfach. Das ist natürlich. Wow. Wow. Da gönnt sich wieder was. Ich will in deinem Gift nicht rumstehen, Junge. Aber was ich will, ist dir so richtig ein verpassen. Aber so richtig. Und zwar so richtig, dass du stirbst. Oh, da bleibt noch was übrig. Brut von... ja, das kommt davon, wenn man Eier frisst. Dann ist dann da, wächst dann da vielleicht noch was. Was ein bisschen widerlich aussieht. Aua. Ich kriege dich doch klein. So und so. Wie wieder Ekel-Shit. Komm, wir können es uns leisten, also geben wir es ihm nochmal richtig. Your evil is done. Jawohl. Huch, das wollte ich nicht. Tja, ich gehe mal von aus, hier drin gibt es nicht wirklich was zu lesen. Nur Gedärm und so. Dann haben wir das Ding, glaube ich, schon geschafft. Da muss ich hin. So ruhig plötzlich. Jetzt, wo es befreit ist. Plupp.
Und zing. Tada. Und da haben wir den Stützpunkt erobert. Der Tempel der Fäulnis. Ja, ich habe natürlich Fortschritt gemacht. Der bleibt aber so, wie er ist. Da gibt es jetzt nichts Neues, außer dass hier Banditen plötzlich sind. Na gut. Dann haben wir den auch schon geschafft. Und in der nächsten Folge dann den dritten und letzten von der Trockensteppe. Schön. Dann danke ich vielmals fürs Zuschauen und dabei sein. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Attention.